Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe NHL 16, dem DEL-Saisonmodus, den ich mit den Kölner Haien bestreite. Könnte man ein kurzes Feedback geben? Also es sah ja so bis zur Hälfte der Saison gar nicht gut für mich aus. Und dann habe ich mich dann ungefähr so bei Spieltag 24 oder so einigermaßen berappelt und habe mich dann doch Richtung Playoff-Plätze angenähert. Hier auf jeden Fall die aktuelle Tabelle, die Adler Mannheim mit 94 Punkten in 40 Spielen auf Platz 1. Die stehen somit als erster Verein für die Playoffs fest. Dahinter die Hamburg Freezers mit 82 Punkten. Auf Platz 3 die Augsburg Panther mit 74 Punkten. Red Bull München mit 65 Punkten auf Platz 4. Straubing Tigers mit 64 Punkten auf Platz 5. Thomas Sabo Ice Tigers mit 63 Punkten auf Platz 6. 62 Punkte die Kölner Haie auf Platz 7. Da sieht man mal, wie eng das ist zwischen hier den vier Teams, wo es um die direkten Playoff-Plätze geht. Auf jeden Fall ein Polster habe ich dann zu Platz 8, 56 Punkte die Schwenninger Wild Wings, 55 Punkte ERC Ingolstadt auf Platz 9, Grizzlies Wolfsburg 55 Punkte auf Platz 10 und dann der erste Nicht-Playoff-Platz, 48 Punkte, das heißt 14 Punkte Vorsprung auf die Düsseldorfer EG auf Platz 11, 47 Punkte die Eisbären Berlin auf Platz 12, 41 Punkte Iserlohn Roosters auf Platz 13 und Schlusslicht der Liga 34 Punkte die Krefeld Pinguine. 12 Spiele haben wir jetzt noch und heute geht es gegen Straubing. Das heißt, wenn ich das Spiel gegen Straubing gewinne, ziehe ich auf jeden Fall, zumindest wenn ich es in der regulären Spielzeit gewinne, ziehe ich auf jeden Fall an den vorbei und wäre mindestens Platz 6. Dann kommen wir mal zu den Topscorern, wo Moritz Müller einige Assists gemacht hat im letzten Spiel. Vielleicht wird er doch noch Top-Vorlagen geben. Auf jeden Fall hier Ryan Jones weiterhin mit 47 Punkten auf Platz 1. Alex Bartha und Jerome Flake mit 41 Punkten auf Platz 2. 39 Punkte Danny Heatley auf Platz 4. Jochen Hecht 38 Punkte auf Platz 5. Und dann haben wir hier Patrick Hager und Alexander Weiß mit 37 Punkten. Genug Statistiken für heute. Wir fahren mit dem Bus nach Straubing und hoffen natürlich auf einen Sieg. Mal gespannt, ob Marcel Gotsch wieder bei denen mitspielt. Im Tor bleibt Gustav Westlau, auch wenn er im letzten Spiel wieder vier Dinger gefangen hat. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm. Irgendwann kommt der Shutout in der Saison. So, Eddie Olczyk und Mike Emmerich haben wieder Bock. In der letzten Folge hatten sie es scheinbar nicht. I'm Mike Emmerich, looking ahead to a hockey game that is probably going to see some minor penalties and perhaps power plays as well. If it goes to the power play, we got the best in the league to watch tonight. Well, they do a lot of different. Ja, das beste Power Play habe tatsächlich ich in der Liga, weil ich heute das schlechteste Unterzahlspiel. Ja, sehen wir Alexander Weiß 28% vom Power Play genutzt. Dustin Strahlmeier, 2,69 Gegentore pro Spiel. Drittes, nee, viertes Saisonspiel hast du, 89,8 Fangquote. Und bei mir im Tor natürlich Gustav Westlau, 85,5er Fangquote, Gegentorschnitt 3,52, 17 Siege, 13 Niederlagen und 2 Overtime-Niederlagen. Dann hoffen wir mal auf einen weiteren Sieg. Natürlich spielt Marcel Gotsch noch bei Straubing, wie kann es anders sein? Boah, per Oslo und schon hier staubt er irgendwie das Ding von Williams ab. With a drive off target, can he generate something? Has that pass off the boards? Nicely received at the point. Marches on across. Oh, knapp vorbei, Sean Lalonde. Chip to Gotch. Marcel Gotch darf gar nicht da spielen. So, den haben wir verhindert. Was macht denn Williams noch da? Ach Mann. Alter, was geht denn hier ab? Checkt einfach alle meine Spieler weg. Oh, Lalonde. Vor dem Straubinger. Jetzt Patrick Hager.
Na scheiße, da wollte ich zu Ericsson runterspielen. Und jetzt, ne, ah, das ist nicht gut. Blaine down auf Richards und Gustav Wesslau an der Scheibe. Connolly und aber nochmal Wesslau. Ich werd bekloppt. Ryan Jones. Alex Sulzer, Salmonsen. Und, ach Gott, warum spielt er den denn so scheiße zurück? So, Müller gegen Down, aber Müller blockt gut. Jetzt Philipp Gogula. Ah, Falk! Verdammt! Letzten... Oh, Straubing hat auch eine gute Quote. 8 Siege in den letzten 10 Spielen. Und Bader gegen Ankert. Puh, Glück gehabt, dass der vorbeigeht, aber ist... Oh, Wesslau! Lag schon auf dem Boden. So, erstmal Vira ordnen. Ach, scheiße. Oh nein! Oh, dieser blöde, diese Ergebnisanzeige. Du siehst da null. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber es ist einfach ärgerlich. Oh, Wesslau! Hat ihn wieder. Und Uvira bei Oslund. Komm. Omicevic. Ach, Moritz Müller. Ey, was hat der denn für Reflexe? Muss man sagen, der Strahlmeier, ich habe den jetzt schon live spielen sehen in dieser Saison. Der ist nicht schlecht. Ah, scheiße, Gogula. Oh, Salmonsen, Alter. Mann. You don't see this from these two teams a lot, pushing and shoving after whistles, but keep an eye on it. Noch Hager. A good tie up on the face off that led to his team getting the puck, moving along in neutral ice. Can he create something? Was ein Check. Und Müller bringt irgendwie die Scheibe noch raus und jetzt. Ryan Jones hat ihn immer noch. Ah, scheiße. Aber Patrick Hager hat ihn. Strahlmeier schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Ach man, Jones schon wieder gescheitert. Aber jetzt hat er ihn. 1:0 durch Ryan Jones. Mit der Rückhand. Ich habe gerade gesehen, da hat ja gar keine Nummern auf den Trikots von den Fans. Dabei kostet das doch in Köln das Gleiche. Ah, Williams verpasst ganz knapp. Scheiße. Oh, Williams holt ihn zurück. Was macht er denn? Wo bleibt der denn hängen? Die letzten 10 Sekunden. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie die Einleitung für ein Tor für Straubing. Oh, Wesslau! Mit der Schlusssirene holt er den noch. Damit gehen wir mit 1:0 gegen den direkten Konkurrenten Straubing in die erste Drittelpause. Wir haben 7:5 Schüsse, was steht hier unten? Schönes Tor, mal weiter so. Trainer an, was ist ein Toe Drag? Beim Toe Drag oder Reverse Drag ziehst du den Puck außer Reichweite der Verteidiger und lässt sie dadurch aussteigen. Im Repertoire wirst du im Angriff noch gefährlicher. Jo, toll.
Von meinen Spielern hat aber keiner. Von meinen Spielern hat keiner so einen Trick. Auf jeden Fall nicht Gogula, das haben wir schon mal in einer anderen Folge gesehen. Dann geht's weiter. Zweites Drittel. Oh, Sean Lalonde. Oh, Williams und Strahlmeier gibt's ja gar nicht. Eriksson. Hoping to get some back by dropping back, has gone back into his own end, and now it's directed to Williams. Alter, was ein ultra beschissener Pass von Eriksson. Gerade nochmal gut gegangen. And they've got a 3-on-2 here, not on goal. Ah, Mann. Good pass up that wing. Oh, Eriksson, das ist nicht gut. Aber der war gut von Eriksson. Slid to Williams. Great scoring chance here. Wrist shot. Oh, Ryan Jones vergibt. He knifed it away. Keeps it going back behind the net. Blue line control. Possession seized by Williams. Ist klar, ey, Williams schon seit 5 Minuten auf dem Eis. Oh, and a save. Mist. Moritz Müller. Oh. Per Oslund. Immer noch die erste Reihe drauf. Ey, haben die Lack gesoffen oder was? Nein. Und Müller macht gut zu. Ach, scheiße. Looks ahead to start something. Looking to Connolly. The Tigers through the neutral zone move it along. Oh, and here's a 3-on-2. He's right in front. Puck out in front. Oh, und jetzt gibt's Strafe. Oh, he's been looking for that hit all night. Komm, den müssen wir ein bisschen rauszögern. Tja, das war nicht rausgezögert. Und damit 5 gegen 4. Mal sehen, ob mein Powerplay so überragend ist mit den 28%. Forcing the goalie to crane left and then right. Ah, Jones. Er hat ihn noch. Er hat ihn noch. Er hat ihn nicht mehr. Oh nein. Tja, abseits, Herr Gotsch. Der gar nicht eigentlich da spielen darf. Ach Gott, Mann. Can he make him chase it? Cleared out and that forces them to drop back. Cologne setting things up in their own end. They battle on up the wing. Moves to the corner. The Tigers have killed. Oh, verdammt. Gathered in by Williams. Shoots. Hey. So Blaine down wieder. Great job. Slips on by. Das gibt's nicht, ey. So eine Scheiße. Er sagt kein Tor. Warum? Ah, okay, der hat den Torhüter behindert, aber deutlich. Da bin ich immer gespannt, ob das jetzt dabei bleibt oder ob er gegeben wird. Nee, er gibt ihn tatsächlich nicht. Sensationell. Face-off win. Let's see what develops. Haben wir ja Glück gehabt. So, Simonsen, von dem haben wir auch lange nichts mehr gesehen. Oh, Gogula, Mann, er ist einfach kein Torjäger in diesem Spiel. Kann mich aber erinnern, ich glaube NHL 13 war das, da habe ich mit Gogula vielleicht alle Tore im Saisonmodus gemacht.
Und dann kam Marco Sturm und dann ging es richtig ab. Oh, Falk. Nein, vorbeigelegt. Und Weslow. Ja, wenn ihr dem Sulzer so viel Platz gebt, dann gehe ich natürlich. Ach, scheiße. The Tigers are moving the puck in their own end. To Connolly. Got that pass up the same side of the ice. Connolly. A shot, not on the net. Weslow und. Moving well with it out of their own end. Shoots one off target. A shot. Und Nick Latter. 2:0. Und Moritz Müller schon wieder bei den Assistenten dabei. Gibt's ja gar nicht. Oh, Jones. Nein, jetzt gibt's Icing. Hager holt ihn. Oh, und Weslau zur Stelle. Oh, der war wichtig. Und der war scheiße. Weslow. He saved seines Lebens. Und jetzt gibt's... Nein, scheiße. Ondruschka. Oh. Nein, Mann! Scheiße, schon wieder kein Shutout. Das wäre so ein Gegner, wo es einfach so locker wäre. Die haben jetzt nicht überragend gespielt. Noch wieder so kurz vor Schluss. So, dann gehen wir mit 2:1 ins Schlussdrittel. 14:11 Schüsse. Na gut. Oh, Williams gegen Gotch, der immer noch nicht das spielen darf. Ach, scheiße, Mann. Alle raus. Nein. Stays on side to the middle. Shot missed. On the half board. What control? Back at the point now. Hey Doc, give and go hockey, you gotta love it. Williams is hooked. Hey. There will be a penalty call. Power play. Two-minute penalty is a minor and the call is hooking. Cologne's power play gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. The Tigers getting on in their own end. It's cleared back and this forces. Weslow, bleib doch weg, Mann. Der Sulzer kommt doch da. Back in his defensive end to get it. Cologne's carrying it through center. Takes that pass. Oh, Kacke. Yeah, shot back out. All's fine. Cologne's back to play in their own end. As the clock ticks down on the power play. In on the 2-on-2, can they get reinforcements here? Heads on to the corner. Gathered in. Tja, das war mal wieder ein beschissenes Powerplay. Wir haben zwar noch 47 Sekunden, aber es sieht nicht so danach aus, als könnten wir die sinnvoll nutzen. Puck is thrown to Sulzer. Takes it up near the board. Ach du Scheiße. You have to give yourself a chance here. You cannot blow this puck past the net. Long way to go and not much time to do it. Up the wing and moving well. The Tigers out. Oh, Sulzer. Fast. Na gut, da haben sie das Powerplay überstanden. Ach, Williams, und den versaust du wieder. Strobing's in their own end setting things up. Pass attempt to Connolly.
Nein. Oh, Weslau. Oh, scheiße. Ey, das war ich nicht. Das war schon, als ich da hingefahren bin. Just under 6 minutes have gone by here in the third. Cologne's up by the narrowest of margins. Hier war ich mit dem hageren Bullies gewinn gegen Straubing. Das ist unfassbar. Nein. Directing that one to Gotch. The Tigers have control of the puck at center ice. Lüdemann ist zur Stelle. Closed off effectively and sealed. Ah, super. Bader und Weslau. Mega safe. Cologne's carrying it in their own end. Muss man die Neutrale. Fires, missed, moves to the corner. Let's go, Rister. Shoots, Bob. Great save there. Not much room to work, but he got a good shot away. You talk about he got his goal. Ach, Kacke. Da hüpft der Jones extra nochmal hoch und trotzdem wird's nichts. The neutral zone, accelerate to the line. Gets it behind the net. On through the corner. Got that pass near the blue line and now looks ahead. Two sticks together, it goes to the offense. Cologne's carrying it through center. Good centering pass to the slot. Salmonsen. Ach, jetzt wollte Hager wechseln gehen. Picks it up in his own end. Cologne setting things up in the defensive zone. Ey! Ich wollte aber auch mal meinen hier, aber trotzdem mit Gogula, ey, ganz toll. Ach du Scheiße. Nein! Oh Gott! Ich glaube, das schneide ich raus. Strong play on that face-off. You have to be strong to hold that other guy off. The Tigers in their own end have control of the puck. Back in his defensive end to get it. That play offside, God sei Dank. So back to center ice for the face-off. Solid win at center ice. Now what? Not a long pass, but effective. He's got it. Got on by with that one. Right in front. Ah! Oh, nein! Zweimal haben die Straubinger da Glück, das gibt's doch gar nicht. Oh, der war wichtig vom Weslau. Und Oslund. Das war ja mal scheiße. Looks ahead to start something. Cologne's in their own end and shifting gears. Mann. That one comes right on his stick. Letzten 3 Minuten. Oh, Gott sei Dank war der Müller da noch dran. Cologne's recoiling in the defensive zone. Possession still through center ice. Shoots one. Missed on the shot. So, Uvira. Nein. Uvira immer noch. Forcing attention in deep. He heads right for the net. Oh, here's a wrist. Latta und Uvira verpasst. Er wieder den wegcheckt. To Gotch. The Tigers with possession in center ice. Great shooting lane. Oh Gott. So, die letzte Minute läuft. Wollt ihr mich veräppeln, ey? Right from the slot, not through. Cologne's in their own end and in control. So, Oslund. Heads on to the corner. Oh, Micevic und Strahlmeier. Gibt's doch nicht. You talk about scrambling mode. What a save. Nice job, straight stand-up poke check. Cologne's in their own end, carrying it off. Looks ahead to start something. Carries it up the wing. Oh, Ryan Jones verpasst. 20 Sekunden. Almost out of nowhere, the defense.
Warum spiele ich so einen Risikopass? Connolly! Jawohl, das muss doch reichen, das reicht. 2:1 Sieg, jawohl, gegen Straubing. Direkter Konkurrent und ich bin mindestens auf Platz 6 jetzt. Und Gustav Wesslau, wenigstens nur ein Gegentor kassiert. Three Stars. Was? Nur Straubinger? Strahlmeier, Jobke und Gotsch, ist klar. Ist klar. Ich gewinne und es sind nur Straubinger bei den Three Stars. Es ist ja nicht so, dass der Wesslau keine Saves hatte. Da hat der Gotsch, der da gar nicht spielen darf. Na gut. Oh, die Tabelle sagt sogar aktuell, dass wir auf Platz 5 sind. Aber wie es dann wirklich ist, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Macht's gut bis dahin und ciao.